Hallo und herzlich willkommen in den Ammergauer Alpen. Herzlich willkommen bei Mountokite auf der Tour zum Teufelstädtkopf. Ich denke, jeder, der schon mal in der Nähe von Oberammergau war oder da mal nur durch oder vorbeigefahren ist, der hat am Horizont den Teufelstädtkopf schon mal gesehen, ohne zu wissen, dass es sich überhaupt um diesen Gipfel handelt. Markant aus der Ferne schon zu sehen sind die beiden Gipfel Laubeneck und Teufelstädtkopf. Der Aufstieg zum Teufelstädtkopf vom Pürsching-Parkplatz aus ist an sich nicht wirklich schwierig. Ich erkläre euch mal, wie es da hochgeht. Und zwar, wir starten am Parkplatz. Wer jetzt möchte, kann direkt an der ersten Abzweigung gen Schleifmühlenklamm abzweigen und ein schönes Naturspektakel in der Klamm erleben. Oder aber, wenn man das schon kennt und sagt, nee, brauche ich nicht, der geht direkt den Forstweg nach oben. Es bleibt euch überlassen. Nichtsdestotrotz, an einem Punkt gehen die Wege wieder beieinander und ab diesem gehen wir den Forstweg weiter bergauf, bis wir an einem großen Teich ankommen und ab hier fängt die erste Überlegung an. Geht man den ganz, ganz einfachen und leider auch etwas langweiligen Weg, sprich dem Forstweg weiter, oder, wie ich es getan habe, nimmt man hier die Abzweigung Richtung Kühalm und dann wird der Weg wesentlich interessanter. Ich gehe davon aus, wir entscheiden uns alle für die Kühalm. Bis zur Kühalm selbst ist es weiterhin dieser Forstweg. Ab der Kühalm ist es nun mal so, dass wir dort auf einen Wiesenpfad abzweigen. Dieser Pfad wird dann nach kurzer Zeit relativ steil, in ganz vielen steilen kleinen Serpentinen. Aber wer das auf sich genommen hat und jetzt hier an dem Schild auch gerade auf dem Stein gelesen hat, der wird gleich am Ende der Serpentinen dann auch erfahren, warum er diesen Weg auf sich genommen hat. Für die Gratwanderung auf dem Stein zum Teufelstädtkopf. Das ist eine der genialsten Gratwanderungen in den Ammergauer Alpen. Das Gipfelkreuz, das man da gerade gesehen hat, das ist das Gipfelkreuz auf dem Stein. Ihr könnt, wenn ihr wollt, da hingehen. Das ist ein kleiner Pfad, der da abzweigt. Dem kann man folgen. Ab jetzt seht ihr die Gratwanderung. Die ist an sich nicht schwierig. Man sollte auf jeden Fall schwindelfrei sein, denn links und rechts geht es steil abwärts. Und Ungeübte dürfen hier auch gerne mal die Hände verwenden. Aber ihr seht schon, ich war da auch mit meinem Hund unterwegs. Also es ist alles im machbaren Bereich. Es gibt keine Kletterstellen oder ähnliches. Wichtig ist, am Ende des Grates muss man nochmal durch einen kleinen Sattel, verlauft euch da nicht, geht also nicht blind geradeaus immer weiter, sondern ihr müsst einmal rechts abbiegen, Markierungen sind da etwas rar, aber man kann dazu sagen, man sieht das Gipfelkreuz, also wirklich verlaufen kann man sich kaum, hier habt ihr den Sattel gesehen, da einmal durch und die Drahtseilstelle sieht man auch schon. Das ist an sich auch schon das letzte Hindernis dieser gesamten Tour. Die Drahtseilstelle, wer das überwunden hat, der ist oben und kann die Aussicht genießen.
Wer jetzt ganz viel Bock hat, und das ist rein optional, der geht das Stück zurück, also müssen wir sowieso, denn wir wollen ja einen Rundweg machen. Das seht ihr ab hier. Jetzt kommt gleich eine Abzweigung. Wer Bock hat, geht hier den Latschenkopf noch hoch. Den sieht man hier schon. Man kann ihn kaum verfehlen. Ich hab's euch mal eingezeichnet als Latschenkopf. Wer Bock hat, geht den Gipfel auch wirklich hoch. Ich war oben. Ich mache aber noch ein eigenes kleines Video draus, denke ich mal. Ansonsten geht man hier Richtung Pürschling unter Ammergau. Und wer diesem Pfad hier einfach folgt, der kommt zum August-Schuster-Haus. Und neben dem August-Schuster-Haus ist auch der Pürschling. An sich gibt's hier auch keine Schwierigkeit. Es bleibt bei einem Waldwiesensteig. Und ab dem August-Schuster-Haus muss man einfach sagen, ist es nichts anderes als ein geteerter oder auch schottriger Forstweg. Ist leider so. Das einzige Highlight ist noch, ich glaube, sie heißt Josef-Kapelle. Und das war's dann eigentlich auch schon. Pürschling übrigens wird es als eigenes Video auch noch geben. Der Abstieg ist und bleibt dann Forstweg. Es wird nicht schwierig. Wer das als Aufstieg verwendet, kann man gerne machen. Darf sich aber nicht wundern, dass es langweilig bleibt. Das war's auch schon vom Teufelstädtkopf. Ich kann nur sagen, wirklich sehr empfehlenswert. Ein wunderschöner Gipfel, die Gratwanderung, eine der schönsten in den Ammergauer Alpen. An dieser Stelle sage ich, macht ihn, geht ihn und nicht vergessen, nur mit Mountain Tour Guide erreichst du den Gipfelscheid.